Eine Faust, fröhlichen guten Tag wünsche ich euch. Ihr dürft noch nicht so viel sehen von der Welt. Ach, guck mal hier, da kann man hier so eine Story lang folgen. Okay. Ne, lieber Freunde, wir lesen das jetzt kurz vor. Also, das ist eine neue Adventure-Map. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, Pixel Jump'n'Run heißt die Map und, ja. Diese Map wurde von dem Team Alipide gebaut. Alipide Team besteht aus Luca R3. Danke für über 22.000 Downloads. Ja, weiter jetzt, komm. YouTube-Kanal von Alipide. Am Arsch, halt's Maul. Danke für über Regeln, spiele auf Peaceful. Baue keine Blöcke ab. Hör auf! Und setze keine Blöcke hin. Mach mal schneller. Außer es wird verlangt. Und keine Bilderrahmen zerstören und an die Gegenstände zu kommen. Du Wichser, hallo! Das stand in den Regeln. Nee, Regelwidrigkeit. Mach den jetzt wieder rein. Hallo, mach den wieder rein. Oh. Du bist ein Dummer! Mach den, häng mir jetzt wieder dran. Und mach den rein. Mach das Schwert rein. Aha. Es ist erlaubt, die Zeit zu ändern und die Regeln abzustellen. Sonst keine Cheats oder Mods. Texture Pack geeignet, Default, Server Monster aus, Comment Block an. Ich habe Difficulty 0, also ist egal. Willkommen auf der Map, Pixel Jump'n'Run. Diese Map ist eine reine Jump'n'Run Map. Für Anfänger nicht geeignet, das ist eine Map für fortgeschrittene Jumper. Oh fuck. Diese Map hat 4 Wege mit insgesamt 20 Challenges. Plus eine neue Challenge, die letzte 21. Ihr müsst die Challenge in der Reihenfolge machen, da alle Türen zu sind. Die nächste Tür öffnet sich, wenn ihr am Ende einer Challenge eine Hebel umlegt. Bei der ersten Challenge ist natürlich die Tür offen. Ihr bekommt nach jeder Challenge Nether-Sterne, also Score. Es gibt auch versteckte Truhen, Bonus-Truhen mit Nether-Sterne. Okay, brauchen wir aber glaube ich nicht. Wir sind ja nicht so Score. Scheiß ich drauf. Game mit 2 gehen, glaube ich. Okay, mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Oh shit, ich bin schon... Oh crap. Alter, ich kenne ihn schon. Ich kenne das. Ich kenne ihn ja schon. Echt? Ja. Erster Weg, meine lieben Freunde. 7 Challenge zur Bonusstadt. Keine Challenge. In dieser Stadt gibt es keine Jumps. Ihr könnt nur Nethersterne finden. Viel Spaß. Was ist denn hier, bitte? Wollen wir nicht hin. Challenge 2, Challenge 1. Komm, Junge. Wir gehen ins erste. Da kommt man noch nicht dran. Nee. Direkt rübergesprungen. Ich dachte, da wäre eine Decke über mir. Ja, ich. Ich habe auch gedacht, dass du runtergefallen bist, weil du dachtest, da wäre keine Decke. Boah. Boah, die war, die war, Klassiker. Alter, der zweite. Der zweite Teil von Whom Centipede ist so krank. Ist so krank, Alter. Ist richtig, richtig ekelhaft. Und was? Human Centipede. Was ist das nochmal? Menschlicher Tausendfüßler. So, ah, kann ich ja nicht. Der kann ist ich ja nicht. So ekelhaft. Ich hab noch nie so einen ekelhaft. Also, Serbien-Film ist eigentlich so. Echt ein Spaß dagegen. Spaß für die ganze Familie. Doch, wirklich. Das ist richtig krank. Hallo, kannst du mal auf mich warten, Wichser? Wieso ist noch? Du einfach durch du rennst. Was ist denn los mit dir? Was ist denn hier für einfacher Scheiß? Du bist einfach nur gerade krass drauf. Krasse Leitersprünge, wo man an der Wand hängen bleibt. Als ob der 2 Vierersprünge gemacht hat. Das waren keine Vierer. Also ein Vierer war auf jeden Fall dabei. Gemerkt. Ja, du merkst gar keine Vierersprünge mehr. So krass bist du geworden. Ach komm, jetzt wird's langsam schwierig hier. Richtig schwer. Eigentlich nicht, aber manchmal... Manchmal schon. Kennst du das im Leben, wenn man manchmal einfach... Alter, wie weit geht das denn bitte? Krass. Ach, scheiße ist. Nö. Nein! Also, ich kenn's auch nicht. Ärgerlich. Hä? Wieso ärgerst du dich, wenn du beim zweiten Sprung runterfällst? Hä? Leute, ich war schon richtig weit. Ich war da. Beim zweiten. Beim zweiten. Ja, aber du kannst ja nicht weiter gewesen sein als ich.
Hey, doch, da war ich, genau, da war's. Echt? Ja. Ja gut. Jetzt bin ich schon weiter als du. Alter, wie arrogant er jetzt war, weil er einmal eine Glückssträhne hat. Glückssträhne? Glückssträhne. Oh. Ja, aber wie lange machen wir denn zusammen oder scheißen wir da drauf? Was? Ja, jetzt könnten wir ja theoretisch immer weiter durchlaufen, das ist ja scheiße, oder? Ne, jetzt ist ja das Ende hier. Also jetzt ist die Tür da. Ist auch noch. Schalter ist umgelegt. Das kann auch hier ein bisschen dauern, ja. Eins. Bei mir. Finde ich auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Weil, weil die Zuschauer gelangweilt werden sollen. Nee, damit einfach die Zuschauer, also ein paar mehr Folgen bekommen, ne? Ja, komm, ich glaube, die anderen Challenges werden schon noch schwer. Machen es die 5 Minuten, die du jetzt hier weniger brauchst, auch nicht aus. Boah! Alter! Das sind die Skills. Das ist krass. Okay, da bin ich eben gefailt. Aber nur die ganz geskillten. Okay. Ja, also da ist eigentlich nur noch Konzentration jetzt dabei. Und halt nicht an der Wand stecken bleiben. Ja, mach's. Muss ich hier wieder runter, ne? Ja. War ich auch erst verwirrt, aber. Nein, Alter, der ist ekelhaft. Ah, nice. Was eigentlich gemacht? Ja, gemacht. Hau nochmal die Decke über den Kopf, aber das war's. Oh, geil. Also, auf jeden Fall hat sich das noch in Grenzen gehalten, die erste. Okay. Also Stern hast du mitgenommen, gut. Challenge. Ja, lass einfach drauf scheißen, ne? Exit Change, ja, klar. Exit Change 3, da müsste jetzt hier irgendwo eine Tür offen sein. Das verrückte Haus, keine Challenge. Challenge 4. Bin ich gerade hier in die falsche Richtung oder so? Ne, komm davon. Ich weiß ja nicht, wo Challenge 2 ist. Challenge 5, Challenge 6, Challenge 5. Hier ist Challenge 2. Challenge da wird ja mal hören, oder? Challenge 6. Der zweite Eisenblock. Wort von Luca R3. Warte auf mich. Mann, du bist richtig heiß, ne? Ich merk das schon. Ich will gleich Master Builder spielen. Oh, du bist so ein... Alter! Nee! Obwohl, das sind nur 3 und ein hoch. Das geht noch. Nee! Komm nochmal in Lobby. Ah, jetzt fängt die Scheiße an, echt. Luca, du hast einfach nicht drauf. Ich will es einfach nicht in einem durchmachen. Ich glaube, das ist schwieriger als immer einzeln. Echt so, irgendwie. Ach, letzter. Ja, von das. Den rein. Ja. Aber dieses durch Wasser schwimmen, das packt so ein bisschen ab. Ja. Boah. Alter, ein Radar 4 habe ich. Alter, Chapeau. Ich hab's gar nicht gecheckt, dass das ein gerader Vierer ist. Lol, hab verkackt. Den geraden Vierer. Ja, wenn man's nicht weiß vorher, ist es, glaube ich, sogar besser. Boah. Nee, noch ein gerader Vierer. Aber jetzt möchte ich. Ja, jetzt hab ich's geskillt gemacht. Oh, ich hab's gemacht. Fuck. Aber noch ist die Eisendor nicht da. Hast du es gemacht? Nee, noch nicht. So, sah grad so aus. Ja, endlich mal gerade Vierer gemacht. Ersten. War noch was Schwieriges außer der zweite gerade Vierer? Nee, sonst zeige ich nichts. Einmal noch 3 und 1 hoch, aber sonst nichts. Alter.
Ja. Hast du gemacht? Ja, gemacht. Jetzt. Er war eigentlich nicht so schwer, der Raum. Weil man auch bei den geraden Vierern konnte man auch Anlauf nehmen. Habe ich beim ersten gar nicht gemacht, aber beim zweiten habe ich es dann zum Glück Ah, gemacht. ich hab jetzt auch mit Anlauf gemacht. Naja. Auch beim 3 und 1 holen einfach aus Sicherheit. Ja, schon kann natürlich auch machen. Aber da habe ich irgendwie. Braucht es nicht. Was du geskillt für? Alter, ist das ekelhaft. Okay, jetzt kommt. Der? Okay. Alter, noch. Einer von denen? Okay, gepackt. Boah, Junge, Alter, ist die Challenge lange. Der Luca fordert einen schon. Aber. Sieht ganz gut aus bei mir gerade. Fuck. Dann geht denn der Abfuck hier? Alter, geht hier lange. Alter, wäre das ärgerlich, wenn man hier runterfällt. Nein! Hast du hier so ein um die Ecke hoch verkackt? Ja. Und wie ich die jetzt einfach richtig gut kann und damals gar nicht konnte und du da geskillt. Alter, der provoziert einen ja noch mehr als Robert hier. Es geht ja ewig hoch. Echt? LOL, er hat's geschafft, mich zu verarschen. Egal, man landet ja eh auf der Leiter. Ah, jetzt bin ich aber auch ganz gut schnell unterwegs. Gerade. Oh, ich hab's gemacht. Bin gleich wieder an der gleichen Stelle. Ja. Ja, aber das ist schon ein gutes Niveau, was der hier einem liefert. Ja, ich, aber wenn's das der Anfang ist und sich das steigert, ich weiß ja nicht, ob es sich steigert, aber wahrscheinlich, Ah, dann dann wird's auf jeden Fall sehe hart. ich. Was? Ich habe den gleichen nochmal verkackt. So, Schalter ist umgelegt. Ich habe das gleiche nochmal verkackt, Killerbohne. Gerade. Einfach nur, aber das sind ja nicht mal die Schweren um die Ecke oder was? Nee, Oder nee. was Es, hast du? ja, ich meine, das meine ich ja. Lol. Deswegen bin ich auch Es gerade ein geht auch noch bisschen. ziemlich lange, dieser Turm, der ist verdammt hoch. Aber du kannst halt dann nicht Alter. mehr richtig runterfallen auf einer gewissen Höhe. Wenn du nah am Block runterfällst. Ja, es ist kein richtig schwieriger Sprung dabei. Es ist nur Ausdauer. Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich. Ich mache die auch gerade richtig knapp im Moment. Keine Ahnung, was da los ist. Okay. Easy. Okay, jetzt bin ich wieder auf der Siegerstraße. Obwohl dieser hier sogar noch recht schwierig ist, obwohl er eigentlich nicht. Welcher? Kommt da noch ein schwieriger? Nee, eigentlich Alter, Vater. Bist du gar nicht gesprintet oder bist du hängen geblieben? Ja, ich glaube, ich bin hängen geblieben. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch die Taste nicht hart genug eingedrückt. Also ich gehe immer noch so einen Minischritt nach rechts. Davor. Ja, man muss eigentlich nur etwas von der Wand weggucken. Dann passt das. Okay. Alter Junge, ist das eine ekelhaft. Oh nein. Sag dir, ab wann du halbwegs safe bist. Jetzt musst du Boah. den noch machen. Alter, ist das. Siehst du, wie Alter, knapp wieso das ist das so ist? knapp? Ich weiß es nicht. Jetzt bist du aber eigentlich safe. Boah. Wo ist dein Skill geblieben? Kann halt direkt oben drauf. Ich mach's jedes Mal so knapp. Jedes Mal. Hey. Oh, Alter. Oh.
Alter. Ja. Oh, fuck. Geil. Den mag ich. Gefällt. Bis jetzt gefällt es auf jeden Fall ziemlich stark. Ziemlich gut. Raus hier! Der Stern hat er schon eingesackt. Challenge 3. Die Smaragdhöhle. Leicht. Ach hier, guck mal, hier stehen noch die Schwierigkeitsgrade da dran. Na, lass doch mal gucken, was das hier war. Muss war 2, mal gucken. Leicht, leicht. Ja, wo steht das? 1 war Mittel, 2 war auch Mittel. Hier. Hä? Achso, Mittel, Mittel. Okay. Okay. Da bin ich mal gespannt. Hier ist Leicht Mittel, das heißt, dürfte also eigentlich einfacher sein. Geht hier ab. Alter. Ja, hat mich vielleicht verwirrt hier mit den ganzen Veganen. Boah, Alter. Okay. Sind ja, man muss ganz zurück. Nee. Okay, habe ich geschafft bis jetzt. Gut. Also ich habe jetzt so den ersten, in Anführungszeichen, Checkpoint gemacht. Also bis zum... Gut. Dass ich nicht mehr zurückfalle komplett. Ach! Ne, ich dachte schon. Ich habe einen Netherstern gefunden, aber nicht den. Easy, finde den richtigen Schalter, der die Tür öffnet. Als ob. Okay. Geschafft. War jetzt nicht so schwer. Okay. Und das ist noch eine Challenge? Ja, ja, klar. Challenge. Eine kleine Leiter-Challenge, die ist aber noch nicht, weil ich weiß nicht, ob die noch über Kanten geht oder so. Boah, fuck. Ja. Redstone-Fackel hier. Ah, ich brauche, dafür muss ich mich gerne mal umsetzen. Okay, eine Tür geöffnet. Mal gucken, ob es das war. Ne. Ah, es ist eklig hier mit den Leeren. Wieso? Schalter, der die Tür öffnet, hat der Willi schon gemacht. Ja, ist Leiter Challenge, hast du ja auch schon gemacht. Die ist easy, ja, die ist easy. Anscheinend auch nicht so lang. Nee, die ist ganz kurz. Okay, und ja. Hier noch ran. Boah, Alter, wenn es das war, dann war es wirklich um einiges einfacher als die anderen Challenges von den beiden anderen. Ja, was geht jetzt hier ab? Als ob wir so pro sind und das einfach mal. Was soll ich machen mit der Redstone-Fackel? Hä, die ist doch schon gesetzt. Hä, du hättest ja gar nicht hochgegeben. Also? Die Tür war ja schon offen. Nee, ja gut, aber ich hab's jetzt wenigstens gemastert. Ja, sollten wir auch, glaube ich, so einführen, oder? Ja. Ja, ich hab's gemacht. Alter, war das easy. Alter. Boah. Also das war nochmal richtig deutlich einfacher als eben. Hä, aber da stand ja, das ist für Pros geeignet, ne? Ja, für also, halt schon Leute, die besser sind, ne? Ja, das heißt schon was, ne? Wenn wir dann schon so, also easy Mittel, haben wir ja jetzt gerade richtig durchgewascht. Ja. Du hast es jetzt auch gemacht. Vor allem die letzte Challenge war halt der Shit einfach. Da waren zwar eigentlich so ein paar Vierer dabei, ja, aber man konnte immer perfekt Anlauf nehmen. Ja. Alter, okay. Also ist jetzt nicht so schwer, auch die mittleren waren jetzt nicht so krass, ne? Hast du Schalter umgelegt, ja. Aber ich finde gut, dass es wirklich mit diesen Schwierigkeitsgraden hat ja eigentlich ganz gut gestimmt, weil das war schon so. Ja, gepasst. Schwer, Alter, schwer. Oh, fuck. Die heftigen Sprünge der Goldminer. Ist Boah. Die Folge noch nicht zu Ende? Doch, aber lass mal reingucken kurz, ne? Ja, kannst ja auch einfach dann schneiden. So ein kleiner Teaser. Ne, du wolltest doch... 2 Folgen sind jetzt um, Killerbohne. Noch 2? Ja, 2 Folgen haben wir jetzt schon gedreht. Hä, aber hast du schon eine Abmoderation gemacht? Nein, Killerbohne. Die andere Map. Ah ja. Du hast gesagt 2 Folgen das und 2 ja, okay. Folgen. Ja, okay. Ja, dann ist das jetzt der Teaser gewesen. Ja, das ist der Teaser, was uns. Hallo, was soll das?
Der Teaser. Das ist der Teaser. Und und das wird euch in der nächsten Folge erwarten. Es sieht auf jeden Fall ziemlich anspruchsvoll. Also da sind Sprünge dabei, die sind wirklich ziemlich anspruchsvoll. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Lol. Wie es da weitergeht. Zum Beispiel der Sprung. Den habe ich bis jetzt noch keinmal geschafft. Ah, der ist eigentlich easy. Und danach ist auch krass. Aber da könnt ihr euch gespannt sein, drauf sein. Da werden wir vielleicht das erste Mal wieder ein bisschen hängen. 15 bis 30 Minuten und dann geht's wieder weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.